Komm, jetzt machen die Gestütze ab. Das filmen wir jetzt schon? Ja. Komm jetzt ins Fernsehen. Komm jetzt. Eine Mutti. So, David. Ja. Wie ist denn der Plan jetzt? Also, wir brauchen auf alle Fälle ein Rückentattoo. Bei mir? A12. 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 Was hast du für Ideen? Das ist ja A0-3 eigentlich, oder? Ja, ich muss erst mal. Je kleiner, desto größer. Dass der Drucker das wird ausspuckt, ja. Einmal Zirkuszeltplan, würde ich sagen. Ja. Wir hatten ja die Thematik Bär. Tattoo hast du schon auf Rücken, oder? Ja, Tattoo habe ich oben schon auf Rücken. Möchtest du das nochmal sehen? Soll ich es dir zeigen? Nein, soll ich mich tatsächlich ausziehen? Mach sie doch aus. Also, wir haben jetzt hier ein Tattoo, was schon anwesend ist. Aber das kann ich covern, hast du gesagt. Kannst du bitte covern, ja. Ruhe! Naja, das Ding ist ja immer beim Covern, ist es wichtig, dass das vorhergehende Tattoo halt auch abdeckbar ist. Mhm. Aber ich denke mal, mit der Fellstruktur werden wir da keine Probleme haben. Wir suchen erstmal einen ordentlichen Bären raus, no, dass wir da schon mal einen Anhaltspunkt haben. Vielleicht finden wir auch schon ein bisschen Background mit dazu. Das Internet geht schon wieder nicht. Ja, ich krieg die Krise. Saudi-Arabische. Und das hier, aber Hauptsache 5G Ausbau. Mimsen, ihr macht noch, wa? Kann jemand mal in die Steckdose einboosten? Wir brauchen mal Internet. Warte, ich geb mir kurz einen Hotspot. Esse nicht hier 200k versprechen und dann schliefern. Glasfaser statt Glasnudel. Wir brauchen mal ein bisschen Empfang hier. Lange Postrücken, genau, ein Hotspot. Alter. Ja, ey, du arbeitest eh mal mit einem Social-Media-Experten zusammen. Alter. Und hast dir das iPhone noch mal komplett neu erklärt. Und nein, die Alter. Warte mal, wo bin ich denn? Ach nee, warte mal, hier bei... WLAN musst du ja nicht. Ja, ich war bei Bluetooth. Moin, Meister. Ein Igel wollten wir machen, ne? Ein Igel wollten wir machen, genau. Ja. Mit Stüpsmäßchen und ganz, ganz viele Stacheln. Wir haben ja gesagt, wir machen es nicht ganz realistisch. Mhm, genau. Und nicht ganz so schön. Richtig. Ja. Es muss hässlich werden und schnell gehen. So. Weißt du, dass du das anwaschen kannst? Ich bin dir nicht sicher, ob ich das ein Leben lang tragen will. Stichst aber nicht so tief. Ich will es vielleicht irgendwann nicht mehr haben. Also wir machen Tattoos. Auf dem Rücken. Wirklich? Ja. Bei mir? Nee, warte, ich muss jetzt mal... Was will ich jetzt? Also was für mich persönlich ja wichtig ist, gerade bei dem Tattoo, dadurch, dass der Kopf ja so prägnant ist, boah, müssen wir gucken, dass wir meine eigentliche Körperform, also die Rückenform, nicht versauen, weißt du? Mhm. Ja, das ist wichtig, dass wir oben tatsächlich, wie es für eine Männerschulter gehört, schön breit sein und nach unten tatsächlich ein bisschen schmaleren Verlauf kriegen, das wäre geil. Ja, ich mache ja meistens so, dass wir mit dem Körper mitarbeiten, also die Dynamik mitnehmen und ja, dass wir die Taille aussparen und den genau, Bärenkopf so nehmen, wo das, der Latt anfängt. Das genau, die Form von dem, haben wir ja die Rundung, ja, weißt du? Genau. Und unten speckt sich das ja eh ab durch das unten Fell. Unten dann Gänseblümchen, das reicht. Deswegen reicht. Nochmal mal ein paar Schmetterlinge mit rein und dann geht das. Warte, du wolltest ja einen frontalen Ausdruck, der schon ein bisschen genau, aggressiver ist. Genau. Oder? Also muss richtig, da muss die Fresse aufreißen, ja, da muss tatsächlich so Speichelfäden in der Gusche sein. Das muss richtig knallen. Ja. Also eigentlich wäre es geiler gewesen, wenn du einen Arschgeweih hättest. Mhm. Weißt du, stimmt, weil, richtig, ja. Weil hier haben wir ja den ganzen Kontrast, weißt du? Ja, ja. Hier oben in der Fellstruktur haben wir ja hell. Mhm. Aber wir nehmen es ja beim Cover ab, ist ja auch mal so eine Geschichte. Da kann ich manche Motive nicht eins zu eins übernehmen, also kopieren, weil ich muss das so anpassen, wie das Tattoo, was drunter ist, dass ich das gedeckt bekomme. Das heißt, wenn ein Motiv eine helle Stelle hat und da das Tattoo drunter liegt, das alte, ist ja klar, dass ich nicht decken kann. Deswegen muss ich da mal ein bisschen spielen. Deswegen kann es sein, dass man sich da mal ein bisschen abweicht von den Motiven, die man auswählt. So, die Position habe ich jetzt ausgerichtet. Erstmal grob. Mhm. Nehme den unteren Layer weg. Mhm. Mach die oberste Seite erstmal schwarz-weiß, damit wir jetzt immer ein bisschen diesen Black-and-Gray-Vibe mit reinbekommen. Hier wird sehr wenig gezeichnet in dem Stilbereich. Anders wäre es wie im Neo-Traditional oder bei meinen T-Shirts-Design, die wir machen für den Shop. Aber hier ist es wirklich mehr Photoshop als reines Zeichnen. Ja. Also, eigentlich könntest du das... Grundlegend, ich bin in der Grafik zu Hause. Ne? Also tatsächlich, sagen, ja. Die besten Vorlagen findest du mittlerweile tatsächlich im Netz. Ne? Ja. Und wenn es halt Inspirationsstützen sind, du musst ja das Rad nicht neu erfinden. Also das richtig. Netz, gerade wie so eine Seite wie Pinterest, kann man ja ruhig sagen, sind riesen Bilddatenbanken, wo du tatsächlich genügend Referenzen findest, um letzten Endes deine eigene Kunst draus zu machen. Und was anderes ist jetzt hier ja auch nicht. Ja. Und also du kommst ja, ist ja, der Kunde kommt ja meistens auch. Also ich glaube, du kannst das zu 90% oder 100% sogar bestätigen, dass der Kunde mit einem Bild hier reinkommt und sagt, ich möchte ungefähr sowas haben. Google oder Pinterest. Ja. Ja.
Und das Geile ist, da haben die Fotografen meistens auch was davon. Jeder Wildfotograf wird sich natürlich freuen, wenn die Referenzen nicht nur an der Wand hängen, sondern auch auf dem Körper. Deswegen machen Fotografen und Artists dann diesen. Und ja, muss man sich halt bloß rechtlich damit auseinandersetzen. Und bis jetzt kam noch nie was. Ich weiß auch nicht, wie das. Kennst du ja den Stil? Ich mach das ja. Hier mache ich es ja auch so. Ja. Ist ja auch so ein bisschen genau. Düster. Ja, auf jeden Fall. Ich lasse mich überraschen. Du kannst mich gerne mal mit einem Rot überzeugen. Also ich bin auf alle Fälle nicht abgeneigt. Bloß mal so, falls. Ja. Weil wir haben ja das Problem, es wird ja sehr düster durch das Cover. Ja? Richtig. Wir können das zwar unten ein bisschen auflockern, aber vielleicht kommt da so eine kleine. So ein kleiner Farbakzent als Eyecatcher. So ein Gänseblümchen. So ein ganz kleinen Tröpfen, vielleicht kommt das gut rüber. Ich denke auch wohl rüber. Geil. Wenn wir so gucken, ja. Ja, das Ding ist, ich habe ja noch keine genaue Vorstellung, wie es werden kann. Ne? Ich bin ja da. Ich auch nicht. Gib das ja komplett in deine Hände und vertraue da auf deine Erfahrung bzw. auch auf deinen Stil. Deswegen bin ich ja auch bei dir. Aber ich bin ganz ehrlich, bei solchen Projekten. Lasse ich mich meistens auch überraschen. Hm. Ich tue so immer als wäre ich selbstbewusst an dem Projekt. Aber meistens scheiße ich mich da immer ein. Aber ich sage das auch im Livestream immer, wenn ich Ölbilder anfange. Hm. Bei den Projekten, wo ich mir denke, das schaffst du niemals, daraus werden nur die geilsten Bilder. Das sage ich natürlich nicht vom Kunden. Das kommt ja auch verunsichert rüber, wenn ja, ich das. Ich habe jetzt hier das grobe Bild schon mal drauf. Jetzt fehlen uns hier an den Rändern einige Sachen. Zum Beispiel das halbe Ohr. Hier ein bisschen vom Latt müssen wir jetzt hier noch ein bisschen mit Fellstruktur rankommen, damit die Dynamik halt komplett ausgebreitet richtig, wird auf den Körper. Da lege ich mir jetzt einen Layer mit drüber, dass ich hier ein bisschen Chili-Mini zeichnen kann. Hab hier super geile Brushes mit am Start. Das ist halt der Vorteil von der App. Man könnte das natürlich alles traditionell machen und das Ganze zeichnen. Aber in Zeiten von Technik, auch wenn ich jetzt nicht so bewandert bin, spart das halt Unmengen Zeit. Du kannst ja selber auch, wenn es einem Kunden jetzt irgendwas nicht gefällt. Dann löscht du einfach irgendeine Ebene und dann geht das halt wieder, weißt du? Jetzt habe ich ungefähr die Kopfform von den Bären erweitert und mal jetzt hier bloß mal easy peasy. Pünktchen, Pünktchen, Komma Strich, fertig ist das Bärengesicht. Du hast ja schon die Referenz da, du musst es halt teilweise nur wirklich erweitern. So. Ja. Als realistischer Künstler hast du halt selten die Möglichkeit, dass du, außer beim Tätowieren natürlich, aber du hast selten die Möglichkeit, dass du wirklich mit Zeichnen zu tun hast, weil du immer auf Vorlage arbeitest. Ja, ja, du setzt ja eigentlich nur was um. Das ist eigentlich in dem Sinne, klar, es ist Kunst, aber am Ende, das sage ich schon übelst oft, ist es nur ein Handwerk an sich. Natürlich nicht zu unterschätzen, ja, das ist ja Realismus. Du musst ja schon ein Gespür davon haben, wie du einen Strich ziehst. Ne? Ja, also gerade bei der Fellstruktur sehe ich ja, du kannst ja jetzt nicht stumpf und stupide ein Haar ans andere malen, sondern du musst ja tatsächlich auch auf den Schwung, den das Haar vorgibt, praktisch auch mitgehen. Und wie vielen Leuten fällt es schwer, einen geraden Strich zu ziehen? Ja, das stimmt. Ne? Das ist nicht von der Hand zu weisen oder einen guten Kreis zu zeichnen. Ne? Oder das ist heute noch schwer. Jeder kennt das. Im oder ein Herz. Ja, Herzen. Oder ein Herz. Genau. Herzen, ja. Alter. Ist tatsächlich deswegen so. Deswegen habe ich früher in die Liebesbibel geschrieben. Nicht wegen meinen Rechtschreibfehler, sondern einfach, weil ich keine Herzen mache. Einen schönen Kartoffelstempel geholt, oder? Und drum hast du mal geschrieben, für Fehler und Schrift haftet das Stift. Ja, aber tatsächlich auch für mich das erste Tattoo, was ich jetzt live mitkonzipiere. Ja. Also vorher, klar, bist du mit Vorlagen zum Tätowierer gegangen, hast gesagt, du, pass auf, das möchte ich haben. Und ich selber bin ja jahrelang beim Hen jetzt schon. Ja. Der hat ja wirklich 90% meines Körpers gemacht. Ja. Und da hast du halt eine ganz andere Vertrauensbasis. Ne? Also du kommst dorthin mit einer Idee und sagst, du, pass auf, hier ungefähr das und das und das. Und der malt das auch live vor Ort fertig, wie du ja. Aber in der Zeit bin ich dann meistens irgendwo noch mal einkaufen gewesen, beziehungsweise... Ja, ja. Aber Rücken ist ja nochmal ganz. Also, absolut, ich habe eigentlich auch gerne, dass man mich in Ruhe lässt. Mhm. Vorher bei der Vorbereitung, aber beim Rücken hatte ich schon gerne. Ja, schon. Macht's gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns, wenn es dann wahrscheinlich irgendwann mal kommt. Tschö mit Ö. Küsschen aufs Nüsschen. Ja, aber beim Rücken habe ich schon gerne, wenn man vor Ort ist. Weil da will ich zu 100%. Je sicherer der Kunde ist mit dem Motiv, das pusht mich dann auch in meiner Unsicherheit quasi, weißt du, umso besser fühle ich mich dann auch. In meiner Vorstellung hat der Bär nicht so gut auf meinen Rücken gepasst, wie du ihn jetzt angepasst hast. Das ist immer das Ding, deswegen arbeite ich gerne mit den Referenzen, die Kunden dann schicken. Nicht nur, um zu sehen, wo das Cover ist, sondern den Kunden auch das Gefühl zu geben, wie es dann letzten Endes, wird jetzt nicht eins zu eins zu machen, aber dass man schon mal ein bisschen das Gefühl hat. Also, natürlich mache ich das nicht mit jedem Kunden, wie gesagt, ich mache das nur, wenn die Kacke am Dampfen ist, wenn ich hier höre Rückenprojekt plus Cover ab, dann kriege ich nasse Hände, wie gesagt. Deswegen will ich
dass du seit Stunde 1 dabei bist, um dir das auch ein bisschen entspannter und nahe zu bringen, weißt du? Ich glaube, die Connection zum Kunden ist auch wichtig, oder? Ja, das sowieso. Ja, das ist auch wie also gesagt. Kannst du jemanden tätowieren, den du auf dem Tod nicht ausstellen kannst? Wenn ich merke, wie nennt man das? Mich meinen Job nicht machen lässt? Genau, wenn ich merke, dass. So, wenn du merkst praktisch, genau, dass jemand dich deinen Job nicht machen lässt. Wenn ich merke. Ist der Karten ausgerettet? Warte, also wenn ich merke, dass mir jemand meinen Job nicht macht. Also wenn du merkst, dass jemand dich deinen Job nicht machen lässt. Genau, dann krieg ich Schwämmchen. Kannst du nochmal wiederholen? Wenn ich merke, dass mich jemand meinen Job nicht. Ja, war das? Ja. Also wenn ich merke, dass mich jemand meinen Job nicht machen lässt, das ist der einzige, der zum Lachen. Wenn du Motive da hast, wo du nicht dahinter stehst und du sagst den Kunden, das sieht nicht so schön aus und die wollen das trotzdem, bist du ja auch irgendwo ein Dienstleister und kannst auch den Wunsch erfüllen. Ja. Aber am Ende ist es ja die eigene Werbung. Kein Mensch oder kein Kunde, wenn er draußen rumrennt mit dem Tattoo und sagt, ey, wo warst denn du gewesen? Ja, hier und da, der sagt nicht, aber das war meine Idee, der wollte das eigentlich nicht so umsetzen oder hatte andere, der sagt, nee, ich war da und da und dann ist Punkt. Ja, genau. Weißt du? Und dann hat der andere Kunde in dem Fall ist richtig komplett ein falscher Stempel. Und deswegen bin ich da mal vorsichtig bei Kunden und bin halt sehr froh, dass die Kunden mir da frei anlassen. Das hat mir beim letzten Mal auch schon. Ich sage mal zu jedem, kommt nicht zu uns, weil wir tätowieren können, sondern schaut euch die Seite an, was wir tätowieren, welchen Stil. Hat ja auch jeder seine Linienführung. Ja, ist ja auch so. Es gibt ja auch Tätowierer wie Sand am Meer. Da muss man auch nicht wegen einem Schriftzug in ein Tattoo-Studio reingehen, die auf Porträts spezialisiert und sich dann wundern, warum man einen Stundensatz von 250 Euro hat für einen Schriftzug. Ja, so. Deswegen, das muss man sich schon ein bisschen mit beschäftigen vorher. Pass auf, wenn du auf ein Wort hättest. Ein Wort, was wo du sagst. Bautz. Passt doch zum Bären, also. Wäre auch fett. Bautz. Weißt du? Ja. Geil. Fühl ich. Nemo, ich hab's mir besser vorgestellt, als es ist. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Aber M. Warte kurz. Wir können ein bisschen tricksen, was es angeht wegen dem Cover-Up. Da werden wir jetzt hier schon Farbspritzer in den Schriftzug mit reinnehmen. Können wir die Lücken dann oben nehmen, wenn wir jetzt die 69 nicht so richtig anpassen können. Ja. Dass man, aber kriegst du so eine schwarze Linie, wenn die uns jetzt im Weg ist, kriegst du die tatsächlich mit weiß aufgehellt? Geht das ein bisschen, aber es wird eher ein Grau dann werden, oder? Ja, also heller wird's, je nachdem. Also wenn ich jetzt ein Cover, zum Beispiel das, was wir jetzt vorher drüber haben, wenn ich da mit Kontrast schön rangehe, dunkel, dass man eine Hautlinie, die dein altes Tattoo unten drunter ist, schmal halten, kriege ich mit einer weißen Farbe diese Hand. Das alte Tattoo schon heller. Okay. Dadurch, dass der Kontrast ja gegeben ist von dem frischen Tattoo, gehe ich dann bis ran und ziehe dann die Zwischenlinie, die schon vorgegeben ist durch dein altes Tattoo, ziehe ich dann bloß schön mit weiß drüber. Muss man dann halt öfter machen. Ja. Wenn das dann halt abgehalten ist, muss man dann mal ran, weil die Pigmente halten sich ja nicht, gerade weil das Cover-Up halt noch drunter ist. Aber so sollte es funktionieren. Und natürlich auch wieder schön in deinem Stil, ne? Also gerade die Augenpartie. Genau. Ich habe den Bären nochmal ein bisschen abgeändert, habe jetzt die Augen rausgenommen, was wir gesagt haben, was du gesagt hast, das mit dem Stil, mit dem leeren Blick, was so ein bisschen düster wirkt, haben wir noch mit reingenommen. Ich habe noch ein bisschen ein paar Narben hinzugefügt, dass er so ein bisschen bekämpft aussieht und so ein bisschen Gebrauchsspuren. Gebrauchsspuren. Mein Bär ist benutzt. Der Bär im reifen Alter quasi. Nee, das ist halt ein bisschen nicht so niedlich, sondern ein bisschen aggressiver, sag ich mal, weißt du? Ja, gut, zum Gesamtkonzept passt auf jeden Fall, Ich tipp's dir mal rüber, kannst du dir nochmal in Ruhe angucken. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur eine Skizze. Quasi ist ja schon ordentlich ausgebaut. Wir hatten ja schon die Referenz mit drunter, wo das alte Tattoo war. Aber wenn wir das aufkleben, kann es durchaus sein, dass nochmal ein paar Änderungen geben werden, die wir jetzt noch nicht beeinflussen können, weil wir wissen ja noch nicht, wie es aussieht. Vor allem können wir gerade durch den Stil hier unten noch schön anknüpfen. Ne? Wir kommen tatsächlich so ein bisschen weiter mit rum und können an das, was praktisch vorne schon fertig ist. Das ist schon Po-Seite. Ja. Somit. Also ich will wirklich, dass das Schriftzug unten auf dem Steiß mit ist. Ja. Umso größer können wir, ich glaube, der endet fast vorm Steiß unten, diese Kinnkante vom Bären.
und der Schriftzug wird nochmal richtig schön groß. Okay. Kann sein, dass ich den in der Höhe nochmal ein bisschen ziehe, das ist unten, aber das werde ich wie gesagt sehen, wenn man das dann wirklich original 1:1 mit aufkleben. Ja, war schon nice. Also ich bin auch sehr überzeugt davon. Es gibt mir gerade, wenn ich weiß, dass das Motiv schon steht, Vorbereitung ist immer alles, umso sicherer das Motiv, umso sicherer fühle ich mich dann auch in der Arbeit. So, weißt du? Du kannst ja das Original von mir drunter nochmal einblenden, dass wir auch mal kurz eine Form dazu haben. Und da kann ich aber... Regie, Kamera 2 bitte. Regie. Regie, wo ist die Kamera 2? Die Anhaltspunkte waren halt da. Man sieht das Cover-Up hier schon ganz deutlich. Ja. Es gibt zwar weiße und helle Stellen, die wir berücksichtigen müssen, was man hier in dem Design sieht, in der Stelle. Da wird es nochmal ein bisschen interessant werden, wie wir das Ganze covern. Deswegen wird die Fellstruktur hier oben ein bisschen dunkler. Das hatten wir ja schon abgesprochen. Mhm. Das sollte ja jetzt auch nicht stören. Und die Zahl wird nochmal interessant oben. Aber es kann sein, dass ich die nochmal anpasse, dass die 69 oben ein bisschen anders wird als gedacht. Aber der Schriftzug und der Bären von Kopfkante her wird definitiv so werden, wie er da ist. Genau, hier haben wir das alte Cover-Up, was drauf war, beziehungsweise das alte Tattoo. Deshalb wird die Struktur hier oben ein bisschen so, anders. So, Freunde, während die beiden jetzt hier das Ganze im Detail nochmal durchsprechen, ein paar Detailaufnahmen machen, würden wir uns freuen, ein Abo da lassen. Ihr könnt das ganze Projekt hier verfolgen. Es wird das nächste Jahr Content geben und Ende. Ihr seht es schon, Riesenprojekt. Ich wünsche euch auf alle Fälle jetzt einen wunderbaren Abend. Lasst krachen, liken, ciao Kakao, tschö mit Ö. Hier sind wir eigentlich beide ziemlich safe, was die Motivauswahl angeht.